Core Gamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys und willkommen zu Need for Speed. Mein Name ist der Rockstar und in der letzten Folge haben wir ein bisschen rumgesucht, ein bisschen rumgesammelt, ein bisschen Cash gemacht. Und ja, was machen wir heute? Heute machen wir genau das, was wir machen wollen. Und zwar, wir fahren einfach hier ein bisschen durch, gucken, welche Teile wir noch nicht haben und... Aha, komm, wir machen zwischenzeitlich noch dieses Rennen hier. Dann schauen wir mal weiter. So, Need for Speed. Wir haben das Spiel. So, ich weiß nicht, wie viel kann man eigentlich in den Optionen oder irgendwo in den Spielstatistiken sehen, wie viel man schon hat. Tageschallenge 2 von 3, aber interessiert mich nicht. Mein NFS. Ah, Speed 47%, Outlaw 23%, Crew haben wir nur 3% noch, Schrauber 45% und Style 32%. 30% haben wir schon fertig vom gesamten Spiel. Sammelobjekte 42 von 145. Was gibt's denn da noch alles zu sammeln? Aktivitäten, was sind das denn von Dinger? Ach so, diese Driftkurven, Speedruns, das war's. Events 21 von 99. Ich hab doch gerade eben bezahlt. Fahren Sie weiter. Ja, scheiß Bulle. Ey, willst du mich verarschen? Jetzt halte ich nicht mehr an. Kannst du mich mal? Dann gehen wir mal zur Garage. Und gucken, was Travis von uns will, möchte. Ach du Überraschung. Nein, nein, nein. Travis, du hast Nakai-sans Wagen geklaut? Du wolltest doch eine perfekte, makellose Karosserie. Hier ist sie. Das ist sein Wagen! Hey, hey, ich bin kein Dieb. Nach deinen Fotos hat Nakai mich angerufen. Er ist neugierig und ich werde ihn überzeugen zu kommen. Aber vorher... drehst du eine Runde mit seinem Meisterwerk. Erst studiert man das Bild, dann trifft man den Maler. Ja, ganz richtig gehört. Du nimmst Nakais Karre und findest heraus, was so toll daran ist. Ich wusste nicht, dass du ihn kennst, Travis. Nakai, Obama, den Dalai Lama. Ihr wart gut, Jungs. Aber das ist die nächste Stufe. Nur wer das Meisterwerk kennt, ist kein Lehrling mehr. Na los, fahr ihn und lern. Ich zuerst, Mann. Wir sehen uns draußen, okay? Sieh zu, dass du schneller bist.
Ja, das werden wir. Das werden wir. Beziehungsweise wir sind schneller. Das weiß ich hundertprozentig, dass wir schneller sind. Wohin, Amy? Sag mir jetzt nicht wieder in den Bergen, ne? Amy, wo bist du? Ach, hier um die Ecke, sehr gut. Wer? Ach, das ist eine Lache. Geh an den Start, damit ich Kreise um dich fahren kann. Mal schauen, wie schnell Amy ist. Ja, erstmal. Ja, okay, so schnell ist sie wiederum auch nicht. Ah, ficken. Oh ja, komm. Komm. Das hat mich jetzt ordentlich Zeit gekostet. Weil es läuft ja weiter in diesen scheiß Zwischensequenzen. Das hat sich am meisten. Das habe ich schon an Burnout damals gehasst. Dass das Spiel einfach weiterläuft. Wenn dir sowas am Anfang passiert, ist noch alles okay, aber. Wenn es dir mal kurz vorm Ende passiert, dann hast du es total verkackt. Bist du von Platz 1 auf die schnellste Art auf Platz 6 gekommen. Weil das Spiel gesagt, nö. Zwischensequenz. Ach. Und das hat jetzt keine Sequenz gegeben. Hey Bro, Lust eine Runde mit uns in den Häfen zu rocken? Bin gerade unterwegs, keine Ahnung wo Amy ist, aber du kommst, okay? Bis später. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Power. Weil auf der Geraden zieht der Porsche uns ab. Der RWB von Nakai-san. Der Porsche war auch nicht schlecht. Ah, ich weiß nicht, ob wir sie kriegen. Wird ein knappes Ding. 21, oh, 22. Da hinten ist das scheiß Ziel. Nein. Schade. Ja, ich habe zu viele Fehler gebaut. Ja, komm. Direkt doch mal. Was? Mission erfüllt? Hä? Wieso ist das erfüllt? Soll mir egal sein. Die Mission ist erfüllt. Okay. Bitte. Dann soll sie erfüllt sein. Ich habe damit nichts zu tun. Ey, hast du's jetzt? Ja, er hat's gut. Nee, das müssen wir jetzt machen.
Da bin ich jetzt neugierig auf jeden Fall auf den Porsche von Nakai-san. Der hat ja bekanntlicherweise jetzt hier mit Sidney Hoffmann aus Dortmund was gemacht. Der hat jetzt zwei RWBs mit ihm gebaut. Einmal bei Sidney in der Werkstatt und einmal auf dem Wörthersee live. Wollte ich mir angucken, aber leider die Zeit nicht dafür gehabt, weil YouTube und Divat's Real Life doch schon ein bisschen da sind. Ah, naja. Nächstes Jahr vielleicht, wenn sowas nochmal gestartet wird, weil. Was? Kauf ihn in der Garage, willst du mich verarschen? Kauf ihn in der Garage. Aber uns gehört der dann nicht. Ah, hier ist er doch. Wahrscheinlich können wir gar nichts dran verändern. Ne, nichts wirkliches. Wir können uns den ansehen, ja, aber das war's auch. Okay. So, das Event starten wir mal. Ah, der Sound ist krass. Natürlich fährt er wie auf Schienen. Kann man den auch um die Ecke prügeln? Ganz leicht. Ja, sicher bin ich bereit, Amy. Aber sowas von. Ja, das wie auf Schienen fahren hasse ich sowas von. So schnell ist er jetzt auch nicht, ne? Wir versperren hier mal den Weg und fahren einfach die Ideallinie nach. Dafür ist das Auto sehr gut. Wenn man nicht sowas macht. Die Bremsen sind extrem scheiße. Ich habe vorher gebremst, Leute. Okay, gut. Amy hat auch einen Unfall gebaut. Was wohl Nakai-san zu der Karre jetzt sagen würde. Scheiß drauf, gerade zu behalten. Na komm. Die Kurve, da kommt kein Auto irgendwie durch. Egal, ob du auch voll auf Grip ballerst oder auch nicht. Die Linie verwirrt auch einen schön. Sehr geil. Alles, was wir hier haben, sehr geil. Aber wenigstens haben wir hier ein bisschen Abwechslung drin und können auch ein paar Rennen fahren. Endlich mal wieder.
Was? Jetzt will mich Amy aber richtig verarschen. Zieht sie einfach so durch. Wollte schon sagen, hallo? So, was können wir jetzt machen? Können wir noch irgendwelche Rennen damit fahren? Ich glaube nicht, aber... Finden wir es heraus? Haben wir auch schon. Ja komm, ich glaube nicht, dass wir mit der Karre noch was machen können. Deswegen möchte ich in die Garage springen und unseren Supra wieder haben. Ich frage mich, ob er jetzt da drin bleibt. Für 0 Euro, na, kannst du vergessen, den packen wir ins Lagerhaus. Warte, wir haben noch einen Teil für dich. Kompressor. Ah ja, ist ein Sauger. So, aus dem 100.000. Mal buggen wir uns erstmal durch, ja. Ne, jetzt haben wir schon. Rennen. Ja, komm, versuchen wir mal hier runter hinzukommen. Ich wollte hier mich verarschen. Ja komm, gehen wir noch zur Garage. Die Balance. Fang mit der Seele an und der Körper folgt, Bruder. Sieh dir die Wagen an. Immer sieht man nur die Wissenschaft, die Konstruktion. Verbesserung brauchen eine Vision. Du musst ein Künstler sein. Und wie jeder respektable Künstler fangen wir innen an. Das Herz ist der Motor. Und ist das Tuning des Motors erstmal perfekt? Konzentrieren wir uns auf die Verbindung zum Asphalt. Travis hat Verbindung zu einem Spezialisten. Top-Tuning-Teile für die fehlenden 10%. Ich habe Nakai-san mal einen Wagen bauen sehen. Er brauchte 4 Stunden nur für einen einzigen Kotflügel. Leute kamen und gingen. Die meisten erkannten nicht mal die Perfektion. Aber bei Nakai-san war jedes
Blech ein Pinselstrich. Ein Meisterwerk. Genau aus dem Grund wird er niemals kommen. Keine Sorge. Er wird kommen. Und mit diesen komischen Sprichwörtern und irgendwelchen Tuning-Philosophien sagen wir an dieser neuen Stelle See you guys und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht mit Need for Speed. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.